Hallihallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Vereint Frankreich. Let's Vereinen Frankreich. Let's Unite. Oh, ja, Unity. Assassin's Creed 4 Unity ist jetzt rausgekommen. Mir ist das Spiel allerdings viel zu teuer. Deswegen werde ich mir das erstmal... Oh, geil. Wir können uns eigentlich hier... Das ist mir noch gar nicht aufgefallen. Verdammte Axt. Wir können uns hier eigentlich Vasallen holen. Oh ja. Barois als Vasall noch holen. Sehr schön. Das machen wir. Luxemburg danach dann vielleicht. Schön, das ist mir noch überhaupt gar nicht aufgefallen. Ja, wir versuchen uns Frankreich-mäßig auszubreiten. Was ist denn das jetzt für ein Hinweis? Verdammte Scheiße, den will ich nicht kriegen. So, ich hoffe, das hat man jetzt in der Aufnahme nicht gesehen. Sollte aber nicht gestört haben. So, Beziehungen verbessert. Wir sind mit einem unserer Nachbarn auf einen gemeinsamen Nenner gekommen. Bla bla. Bretagne um 30% verbessert. Alles klar. Bretagne hat immer noch einen Thronfolger und einen König. Das passt alles. Ansonsten hätten wir uns da einheiraten können und die Ländereien für uns fordern können, über langen Zeitraum gesehen. Aber naja. Ich glaube, da holen wir uns die lieber mit eiserner Faust. Wie sieht's aus mit Frieden? Wir haben keine Diplomaten, die wir entsenden könnten. Dann holen wir doch den mal zurück. Badam, 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 badam. Ja, fehlen immer noch 76 Punkte. Wir könnten, lasst mich mal überlegen, wir könnten eine List anwenden. Dafür würde ich allerdings gerne speichern, weil ich nicht weiß, ob die funktioniert. So, speichern. Ich möchte nämlich versuchen, oh, Österreich führt Krieg gegen Ungarn. Oh, dann könnte es vielleicht sein, dass sie gewillter wären. Nein. Okay, jetzt wollen sie gar keinen. Sie werden nicht akzeptieren, was wir ihnen momentan anbieten können. Schade. Weil ansonsten hätten wir nämlich Dauphin an die... Oh, könnten wir sogar machen. Dauphin an die Provence abgeben können. Ja, wobei, ich weiß nicht. Dadurch würden wir dann auch den Wert, den Vasallenwert quasi, Vasalisierungswert von der Provence erhöhen. Aber wir hätten Ungarn aus dem Krieg raus. Wie sieht denn das aus? Spielt das hier eine Rolle? Nee. Ha, scheiße. Okay, vielleicht nehmen wir mal Lothringen ein. Wie sieht's denn aus? Wollt ihr mir bzw. meinen Truppen gestatten, durch euer Land zu latschen? Sieht gut aus. Dann latschen wir doch mal nach Lothringen. Nehmen die auch noch ein. Können wir vielleicht noch ein paar Punkte erhaschen. Ja, auf jeden Fall mal fast ein Punkt für die Schlacht in Lothringen. Und wenn wir das einnehmen, dann... Entschuldigung, ich muss mich gerade am Ohr kratzen. Dann können wir vielleicht noch ein paar Punkte kriegen für unseren Kriegsstand. Beziehungsweise den die Kosten ein bisschen senken für den Frieden. Badum, badum. Provence tritt auch schon ab und mehr Geld. Nein, danke. Also speichern tue ich zum Beispiel auch, wenn ich mich verklicke. Das passiert mir auch ab und an mal, dass ich statt auf Ablehnen annehmen klicke und dann ist plötzlich Frieden und ich bin total verwirrt. Kann passieren. Ja, von mir aus, ihr könnt da auch gerne in den Krieg einsteigen. Interessiert mich nicht, weil der ist eh schon vorbei. Zu meinen Gunsten. Wohlgemerkt.
finde es echt schade, dass dieses Event nicht mehr triggert irgendwie, dass die Hälfte von Burgund an mich geht und die andere Hälfte an Österreich. Jetzt bin ich irgendwie müde. Nein, wir können Frieden mit euch machen. Ich warte noch, bis Lothringen eingenommen wird. Savoy hat den Militärzugang gekündigt. Wir sind außer uns. Alles klar. Cool. Lothringen ist jetzt auch besetzt. Wie sieht's jetzt aus? Oh. Sie würden zustimmen. Nicht, wenn wir uns noch Lothringen holen. Dann vasalisieren wir einfach die Provence. Bam, mein Vasall. Perfekt. So gefällt mir das. So, jetzt habe ich aber total vergessen, mit wem ich relativ gute Beziehungen hatte. Armagnac, perfekt. Dann können wir euch ja jetzt annektieren. Bam. Ruf nach Frieden. Dankeschön, aber es ist schon Frieden. Wir haben einen Agenten entdeckt von Burgund. Provence will eine Staatsehe mit uns. Schon krass, vor ein paar Monaten haben wir denen noch in den Arsch getreten. Jetzt wollen sie eine Staatsehe. Ich find's putzig, dankeschön. Foix will auch eine Staatsehe. Perfekt. Armagnac wird eingenommen. Annektiert, besser gesagt. Jo. Dann müssen wir uns jetzt demnächst um Bretagne kümmern. Mit wem seid ihr Östermanien. Wie sieht's bei euch aus mit den Truppen? Ei. 34 und 10.000 in Reserve. Es könnte eventuell unangenehm werden. Aber auch nur ganz klein wenig. Ganz klein bisschen. Skandal am Hofe. Manchmal trägt sich ein Skandal am Hofe zu und erzürnt den Monarchen derart, dass die meisten diplomatischen Aktivitäten zum Stillstand kommen, bis sich der Aufruhr etwas gelegt hat. Schuld auf sich nehmen und weitermachen oder einen Berater bestechen, die Schuld auf sich zu nehmen. Hey, kostet Geld oder Stabilität? Dann bitte doch lieber Geld. Stabilität ist ein bisschen schwieriger zurückzubekommen. So, Provence hat jetzt gerade ein bisschen Probleme mit Rebellen, deswegen marschieren wir da jetzt mal runter. Helfen denen. Wir sind nämlich voll lieb. Voll die netten Schirmherren. So, mit Bar sind wir bei... Ey, okay, die aggressive Expansion ist ein bisschen hoch, deswegen wird das ein bisschen schwierig, die davon zu überzeugen, unser Vasall zu werden. Ja, bitte, bitte, Handelsdisputs, Kriegsgrund, ja. Oh, cool, wir sammeln jetzt auf jeden Fall schon 9 Gold ab in Bordeaux. Insofern bringt das doch schon einiges. Leider können wir hier den Handel nicht so gut steuern, weil wir hierfür einfach zu wenig Einflussgebiet haben. Wobei wir da eh schon... Ja, da haben wir eigentlich schon einen relativ hohen Einfluss. So, Armagnac gehört zu uns. Dann ist jetzt Bourbonnais dran. Beziehungen verbessern. Und Auvergne natürlich. Beziehungen verbessern. So, damit die aggressive Expansion jetzt mal weggeht... Oh, Österreich greift Burgund an. Damit die aggressive Expansion weggeht, müssen wir jetzt eine gewisse Zeit lang einfach mal die Füße stillhalten. Nein, ich will niemandem mehr die Durchreise gestatten. Tut mir leid. Ah, wir könnten eigentlich mal versuchen... Oh, okay, unsere... wo ist denn hier Legitimität? Sündenablass, Heiligen Krieg ausrufen... Heilige Seligsprechung, 10 Prestige, das wollte ich eigentlich nicht. Merkantilismus, das juckt mich nicht, weniger Zinsen juckt mich auch nicht. Da ist es, 60 Papsteinfluss für 10 Legitimität, also das ist schon ziemlich teuer.
Wir könnten allerdings auch mal schauen, ob wir uns nicht vielleicht ein bisschen Geld, ein bisschen Papsteinfluss in die Hand nehmen wollen und schauen wollen, ob wir vielleicht Papst werden können. Aber der Vatikan hat da unglaublich viel schon wieder. Mit dem kann ich einfach nicht so wirklich konkurrieren. Ach so, wie. Oh, fuck. Jetzt sind mir alle von meinen Beratern weggestorben und jetzt habe ich auch nur noch die scheiße teuren. Handelseffizienz. Und wie sieht's hier aus? Festungsverteidigung oder Moral der Armeen? Der ist gut. Moral der Armeen ist immer super. Also wenn ihr euch sowas krallen könnt, dann holt euch den, weil der hilft in Kriegen ungemein. Eieiei, Österreich. Ja, so wie es aussieht, ist Österreich unser größter Erzfeind. Anführer ist schwerer, sind schwerer zu finden. Passt, das kennen wir schon. Wie sieht's aus mit unserem Flottenlimit? Sind wir nur 6 Schiffe drüber? Das passt. Wie viel zahlen wir da eigentlich extra? Badam, badam. Truppenlimit überschritten. 77 Goldcents. Quasi. Badam, badam. So, wir haben ziemlich viel diplomatische Macht angesammelt. Das heißt, wir können das in Gebäude stecken. Das ist gut. Hofmeister. Würde uns noch ein bisschen Geld bringen. Ist jetzt auch nicht schlecht. Gutshof. Würde uns ein bisschen mehr Geld bringen. Oder die Rüstkammer. Lokale Rekrutierungszeit minus 5% und 25 mehr Soldaten. Das schlägt sich auch hier oben drin nieder. Also es bringt schon einiges. Allerdings ist mir Geld gerade wichtiger. Deswegen fangen wir mal oben an und arbeiten uns hier durch. So. Ja, haben wir es ja fast überall hin geschafft. Außer da, wo jetzt gerade noch gebaut wird. Ach ja, die armen Burgunder. Wir sollten jetzt auch langsam mal schauen, dass wir auf jeden Fall auch noch ein. Na, scheiße. Auch noch ein Eckchen abbekommen von dem Kuchen. Wir sind immer noch ziemlich voraus in der Forschung, deswegen die Alten und Schwachen passt. Badam, badam, weil ich hätte halt schon gern hier eigentlich die Gebiete hier noch. Nevers, Bourgogne, Charolais und Franche-Comté und Rethel, Cambrai, Artois. Das alles glaube ich im. Ach Gott, wo gibt's denn die Karten? Kulturenkartenmodus. Tja, Französisch. Französisch, Französisch. Alles, was hier gelb ist, ist alles Französisch. Also Artois, Hainaut, Lüttich, das ist alles französische Kultur. Ja. Die ganzen Gebiete würde ich auch gern haben. Kultur. Da gibt es noch irgendwie Regionen oder so. Bitte, bitte. Das ist Kolonialregion, das kenne ich anders. Akzeptierte Kulturen, Spielerkartenmodus. Es gibt unglaublich viele Kartenmodi. Einflusssphäre. Ja, keine Ahnung, was der bringt, aber ist ja auch egal. Aber alles, was als französisch angesehen wird, also bis hier hoch, möchte ich eigentlich einnehmen. Allerdings möchte ich auch kolonisieren. Also ist so ein bisschen schwierig. Mal schauen, wie wir das hinkriegen. Verbesserung der Marinetechnologie. Man behauptet, dass ortsansässige Fischer Verbesserungen im Schiffsbau entdeckt haben. Würden wir ihre Schiffe sorgfältig studieren und einen Nachbau versuchen, würde unsere, Entschuldigung, Marinetechnologie nach Ansicht unserer Admiräle zukünftig stark davon profitieren. Geld spielt keine Rolle. Wir kriegen diplomatische Macht oder nur weniger diplomatische Macht. Hey, Trier. Ja. Nehmen wir auf jeden Fall die 50 Punkte mit. Jo. Ja, bada, bada,
Böhmen ist jetzt Papst. Mhm. So, dann investieren wir auch mal so viel wie geht. Was haben wir jetzt investiert? 30 Punkte. Damit sind wir jetzt der meistbietendste und deswegen haben wir auch die meisten Chancen, Papst zu werden. Alles klar. Super. Mal gucken, ob das langt. Casus Belli, Krieg zur Durchsetzung einer Staatsform. Ist jetzt nicht so, that's none of my business. Bronzekanonen. Die Ottomanen haben wohl irgendwie Fortschritt in der Technologie gehabt. Wir können ebenfalls Fortschritt machen. Passt. Okay, das dauert noch sehr, sehr lange, um die Beziehungen so weit zu verbessern, dass wir die beiden Auvergne und Bourbonnais auch noch integrieren können. Barois will irgendwie wahrscheinlich immer noch nicht sonderlich gut von uns denken, weil wir immer noch sehr hohe aggressive Expansion haben. Und sie möchten auch noch Provinzen von uns. Ja, könnt mich mal. Ah, okay. Gegen Trier haben die Krieg geführt. Die Burgundesen. Entschuldigung. Mhm. Wie sieht's denn aus mit Waffenruhe? Ja, keine interessanten Länder, auf die wir jetzt warten müssten. Das heißt, wir könnten rein theoretisch irgendwann demnächst mal Burgund den Krieg erklären. Lokaler Befestigungsexperte gefunden. Es scheint, als ob es einen großen Mann mit in einer Provinz gibt, der einige recht interessante Ideen hat, wie man bessere Befestigungen errichten kann. Aber er verlässt seine Heimatstadt nicht gerne. So, ja, dann soll er in seiner Heimatstadt bleiben. Gibt uns 50% verbesserte Verteidigung. Entschuldigung, in Gascony. Alrighty. So, Bretagne wäre auch noch super. Allerdings sind die verbündet mit Österreich. Das ist weniger super. Also Bretagne müssen wir auf jeden Fall auch noch einnehmen, weil die, ob man es glaubt oder nicht, klauen uns hier am meisten Gold weg. England erklärte irgendeinem irischen Land. Ah ja, Connaught. Den Krieg. Connaught hat aber ganz schön was. Ich weiß gar nicht, wie das ging. Aber irgendwie hat Connaught echt ordentlich was an Land dazu gewonnen. Keine Ahnung, ob das alle anderen Länder geerbt hat. Kann schon sein. But that's none of my business. Wie sieht's mit unserem Armee-Limit aus? 4 Truppen könnten wir noch bauen. Das sind doch gute Nachrichten. Hofmeister. So, dann haben wir bald überall alles gebaut. Eine goldene Ära für die Kultur. Angesichts des Friedens in unserem Land erfreuen sich die meisterhaften Musiker, Künstler und Dichter der Möglichkeiten, ihre Herrschaften zu unterhalten. Diese Ära der kulturellen Aufklärung verbessert definitiv die Stimmung in Frankreich. Wir kriegen 5 Prestige. Einfach so. Aachen ist im Krieg gegen Luxemburg, deswegen möchte ich euch eigentlich nicht wirklich Zugang gewähren. Allerdings möchte ich Luxemburg Zugang gewähren. Genauso Hainaut. Wir können wieder in Militärtechnologie investieren und unser Schiffslimit erhöhen um 25%. Ja. Naja, ich weiß jetzt nicht so recht. Wie sieht's aus mit unserem Schiffslimit? Ja, sind wir immer noch 6 Schiffe drüber. Aber das ist irgendwie nicht so teuer, wie ich mir das dachte. Und wir machen gerade 25 pro Monat plus. Also das ist schon... Stabilitätskosten modifizieren. Ja, da können wir uns eigentlich hier den Inflationsreduktionstypen da holen. Wie sieht's denn aus mit Forschung? Da sind wir
Ah, okay. Mein Timer, sorry. Ja, tut mir leid, dass die Folge schon wieder vorbei ist, aber so ist es nun mal. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen und hoffe, ihr schaltet auch das nächste Mal wieder ein, wenn wir dann mal gucken, was aus Österreich beispielsweise wird. Köln ist mittlerweile recht groß geworden, genauso wie Thüringen. Brandenburg hat auch einiges an Ländern dazugekommen und Pommern, mein lieber Scholli, Pommern. Ja, interessante Sachen gehen in Deutschland ab. Burgund ist ziemlich zusammengeschrumpft. England und Schottland sind immer noch getrennt. Genauso Kastilien und Aragon. Ja, Österreich ist ebenfalls unvereint. Die Ottomanen machen ordentlichen Vormarsch. Muskowie wird ein bisschen größer, habe ich das Gefühl. Ja, es wird auch noch interessant, wenn sich Russland dann bildet, dann übernehmen die auf jeden Fall den Posten der stärksten Macht in Europa. Aber davor sind wir es auf jeden Fall. Ja, ich bedanke mich wie gesagt fürs Zuschauen. Hoffe, ihr hattet Spaß. Bis zum nächsten Mal. Euer Manu.